alles das wohl innerhalb von einer Minute 30 auf einer schwierigen Loipe natürlich im Wittenbachtal. Das kennt man aus der vergangenen Zeit und besonders Lukas Klapfer, der hat gute Erinnerungen eigentlich. Letzte Saison ist er schon vorangelegen bis in die Schlussrunde hinein und hat dann erst in der letzten Runde die Führung vergeben, hat dann letztlich das Rennen am vierten Platz beendet. Und 2011, da gab es überhaupt einen Dreifacherfolg hier in Schonach durch Felix Gottwald, Mario Stecher und Bernhard Gruber. Und Bernhard Gruber, der startet eben hier auch vorne drinnen mit Start Nummer 14, der Österreicher Mario Seidel mit Start Nummer 6 und da mittendrin auch noch Akito Watabe, Tino Edelmann, Erik Frenzel und sie alle versuchen natürlich hier die richtige Gruppe zu finden, die richtige Zusammenarbeit, um hier das Tempo vielleicht hochzuhalten, denn man weiß auch, weiter hinten kommen Grabak, kommen Coxlien, Ritze, Kircheisen und vielleicht auch Mohren und Lamy Chapuis und diese sind natürlich auch exzellente Langläufer. Nummer 1, Howard Clemetsen, der hat schon gestern nicht überzeugt und nach 9 Minuten in etwa ist die Lücke zum Führenden geschlossen. Angeführt wird diese Verfolgergruppe von Lukas Klapfer und in dieser ersten Gruppe auch Mario Seidel mit dabei, Bernie Gruber immer wieder auch hinten mit dabei, mit Erik Frenzel, die Japaner sehr stark vertreten, mit Akito Watabe, mit Yoshito Watabe. Aber diese erste Gruppe, die sich da bildet, die versucht natürlich Tempo zu machen, um die Hinteren nicht wirklich herankommen zu lassen. 3,8 Kilometer hier die Zwischenzeit und sehr erfreulich. Lukas Klapfer, sehr selbstbewusst mit offensichtlich gutem Material auch ausgestattet, führt das Feld an. Hat gestern eine starke Leistung gezeigt, im Teambewerb eine sehr gute Zeit ist er da gelaufen und heute mit diesem Erfolg im Springen, seinem dritten Top-3-Ergebnis in seiner langen Weltcup-Karriere, da hat er natürlich noch Selbstvertrauen dazu gesammelt. Das Rennen nimmt weiter Fahrt auf. Lukas Klapfer nach wie vor in guter Position. Bei in etwa 5 Kilometer sehen wir aber auch, dass die Norweger hier ein bisschen Tempo aufnehmen. Jan Schmid mit der Startnummer 12, ein sehr ausgeglichener Athlet, einer, der in dieser Saison schon am Podest war. Einmal in Lillehammer möchte hier noch einmal nachlegen und die zwei koordinieren sich da sehr gut am Beginn. An der Spitze dieser Gruppe Jan Schmid und Lukas Klapfer mit der Nummer 3 und auch sehr erfreulich Mario Seidel und Bernie Gruber in dieser Führungsgruppe vertreten. Die Deutschen, die haben Probleme, die wollten unbedingt den ersten Sieg beim Schwarzwaldpokal seit 1987, aber es schaut schlecht aus. Schon nach dem Springen nicht optimal alles gelaufen und auch in der Loipe haben sie Probleme. Fabian Riesle, der Gesamtweltcup-Führende, der musste sogar aus dem Rennen genommen werden, der ist komplett weggebrochen und dementsprechend schon während des Rennens gedrückte Stimmung im deutschen Lager. Lukas Klapfer aber nach wie vor sehr gut. Auch Seidel und Gruber. Und beim Steirer, beim Luke Klapfer müssen wir auch immer wieder ein bisschen schauen, wie teilt er sich sein Rennen ein, wie viele Reserven hat er, wie überpowert er vielleicht. Aber wie gesagt, er hat ja auch diese Erfahrung schon im letzten Jahr gemacht. Vielleicht hat er daraus auch ein bisschen gelernt für diese Situation in dieser Saison. Hat noch kein Weltcuprennen gewonnen. Ist einmal auf Stockerl gelaufen. Das war 2009 in Seefeld, also auch schon Jahre her, dass er hier am Podest bei der Siegerehrung mit dabei war. Und hier so dieser Rennverlauf, der lässt wirklich einiges zu für den Eisenerzer. Wir sind wieder bei einem der zwei längeren Anstiege auf dieser 2,5 Kilometer Strecke und nach wie vor bei 6,3 von 10 Kilometern ist Lukas Klapfer voran. Akito Watabe jetzt an guter Position, der Japaner mit der Startnummer 7, Jan Schmid etwas dahinter
Und auch die Österreicher da nach wie vor mit dabei. Aber Sie sehen schon, es schließt sich ein bisschen zusammen. Dahinter mit der Startnummer 19. Das ist Jürgen Graubock, der kräftige Olympiasieger, der hier Tempo macht von hinten und versucht aufzuschließen. Aber vorne ist das Tempo hoch und vor allem wegen Luke Klapfer. Der versucht hier sogar wegzukommen, versucht hier ein Loch aufzumachen und so eben diese Führungsgruppe ein bisschen zu sprengen, die schwächeren Läufer zu verlieren. Und das scheint ihm auch zu diesem Zeitpunkt des Rennens zu gelingen. Batabe ist dabei, überraschend auch die Nummer 5, Tomáš Partik, der Tscheche, Mario Seidel da und auch Bernhard Kuhn. Auch der hält das Tempo mit von Lukas Klapfer. Da sind die hinteren Verfolger mit Graubock und mit Rizek. Wir sind schon wieder zurück im Startzielbereich und er blickt sich um. Er schaut, wie schaut es da hinten aus? Wie viel sind da noch in dieser Verfolgergruppe? Wie viel können mein Tempo halten? Lukas Klapfer sehr gut unterwegs. Heuer, auch das ist beachtlich. Er ist ein 29. und ein 27. Platz. Noch nicht viel Weltcup-Punkte gesammelt in dieser Saison, aber er hat immer gesagt, er ist in Form. Er hat das Selbstvertrauen wieder, hat gut trainiert, vor allem im Springen über die Weihnachtsfeiertage. Und das ist ihm in dieser Einzelkonkurrenz vorerst auch aufgegangen. Die letzte Runde, die letzten 2,5 Kilometer. Schaffen wir es da hinten, Graubock und Rizek noch einmal heranzukommen. Vielleicht auch Alessandro Pittin, der Italiener, der auch nach wieder ein gutes Rennen abliefert. Der von noch weiter hinten gestartet ist. Magnus Mohan, Coxlane, alle versuchen da dran zu kommen. Aber Klapfer schafft es vorne, das Tempo hochzuhalten. Mit Seidel und Gruber, Mario Seidel jetzt in dieser Endphase langsam aber sicher mit Problemen. Mataba ist dabei, Schmid ist dabei. Und auch Bernhard Gruber. Klapfer noch immer voran, immer an der ersten Position. Der Vorsprung scheint größer zu werden auf dieser Schlussrunde. Schmid, Mataba, Partik und auch Gruber mit der Nummer 14 versuchen zu folgen. Da ist auch Tino Edelmann dabei und Clemensen hat sich da irgendwie festgekrallt. Der Mann mit der Nummer 1. Mario Seidel im Hintergrund mit ein bisschen Problemen, aber auch er ist da noch mit dabei. Im hinteren Feld kämpfen Lämmerer, Trummel und Stecher um Weltcup-Punkte. Aber da vorne könnte es zu einer Sensation kommen. Vielleicht sogar zum ersten Saisonsieg für die Österreicher. Ein Jahr ist es schon her, dass das österreichische Team gewinnen konnte. Durch Willi Denifel in Tschaikowski. Aber jetzt hier, da in Schonach im Schwarzwald sind alle Topstars mit dabei. Das hat keiner ausgelassen. Die ganzen Topläufer wie hier mit der Nummer 19. Jürgen Graubock dahinter, Johannes Rizek und auch Erik Frenzel ist da noch mit dabei mit der Startnummer 10. Aber auch der ist nicht überragend. Geht langsam in die Endphase hinein. Noch immer ist der Lukas Klapfer vorne an der ersten Position. Immer in den Abfahrten, holt er ein paar Meter raus. Das zeigt, er ist optimal ausgeschattet, was die Latten da unter den Füßen betrifft. Mataba versucht zu folgen. Sind die gleichen nach wie vor. Mataba, Schmid und Gruber. Und der geht nach wie vor ein hohes Tempo. Aber plötzlich kommen Schmid und Mataba näher. Und auch Bernhard Gruber. Na, was führt da der Lukas Klapfer im Schilde? Oder verlassen ihn die Kräfte? Plötzlich sind sie wieder zusammen, nachdem er schon einen sicheren Vorsprung zu haben scheint. Alle vier wieder beisammen und schafft es Klapfer da in der Gruppe zu bleiben, sich da irgendwie einzufügen oder hat er noch Kraft, vielleicht noch einmal zuzusetzen und zu kontern. Hinten jetzt alle beisammen, Pittin sehen Sie, mit der Startnummer 36 sogar, da mittendrin, dahinter Mario Seidel, Startnummer 6 fehlt jetzt zunehmend zurück. Die starken Läufer können auf diesem letzten Kilometer aufschließen. Schmid kommt heran, hat aber schon ein bisschen Probleme, natürlich sehr intensives Rennen, auch durch die Verhältnisse um den Gefrierpunkt. Mataba, Schmid, Gruber und Lukas Klapfer, zwei Österreicher in den Top 4. Und dahinter kämpfen die Top-Athleten, die Topläufer mit Graubock, Pittin und Johannes Rizek. Die letzte Abfahrt auf den letzten 1000 Metern. Wie viel können die Österreicher da noch geben? Geht es sich aus mit einem Podest oder reicht es wieder nur mit viel
Einsatz zu einem dritten, vierten Platz. Das wäre schade bei so viel positiver Erscheinung auf den ersten 9 Kilometern. Klapfer jetzt an der vierten Position. Vorne Schmid, der hier stark hinaufgeht, diesen Anstieg. Vor Watabe und Bernie Gruber. Lukas Klapfer geht ein bisschen raus. Macht den Anschein, als könnte er da noch einmal vielleicht überholen. Muss sich aber wieder einreihen. Blickt sogar kurz nach hinten. Jetzt macht der Schmid den besten Eindruck hier vor Watabe. Die Österreicher in dieser Abfahrt. Bernie Gruber. Auch einer, der oft auf den letzten Metern ein paar Plätze verloren hat in dieser Saison. Ja, und plötzlich übernehmen da die zwei das Kommando. Watabe hat sich das auch sehr gut eingeteilt. Immer an der zweiten, dritten Position. Selten das Tempo gemacht, selten die Führungsarbeit. Es sind nur mehr wenige 100 Meter bis zur Ziellinie. Klapfer an der dritten Position. Einmal war Gruber in dieser Saison am Podest zum Saisonauftakt in Kusamo. Einen Podestplatz hat die österreichische Mannschaft und der sollte sich auch heute auf alle Fälle ausgehen. Jetzt geht es Richtung Ziel, leicht bergauf. Dahinter kommen Grabach und Pettin, aber das dürfte zu weit hinten sein. Leichter Anstieg hin zum Ziel, das tut natürlich weh, das geht noch einmal in die Beine. Und jetzt attackiert Watabe, aber auch Lukas Klapfer ist wieder da. Lukas Klapfer nochmals mit einem Antritt in der Zielkurve außen im Duell jetzt plötzlich mit Akito Watabe. Schmid kann dann nicht mehr folgen. Dritter dahinter Bernie Gruber und es wird ein Duell. Akito Watabe gegen Lukas Klapfer. Japan gegen Österreich. Um den Sieg hier in Schonach. Es wäre der erste Sieg in der Karriere des Lukas Klapfer. Watabe kann nicht mehr nachsetzen und Lukas Klapfer gewinnt seinen ersten Weltcup-Bewerb in Schonach im Schwarzwald mit einer taktischen Meisterleistung. Hat sich da noch ein bisschen was aufgehoben für die letzten 200 Meter bei diesem ansteigenden Zielsprint und konnte da den starken Japaner Akito Watabe besiegen. Ist der 8. Österreicher, der ein Weltcuprennen gewinnen kann. Gratulation an Lukas Klapfer, den Eisenerzer.